gucken, was haben wir denn jetzt überhaupt? Ach, so bist du. Alles verlammt. 6 Fertigkeitspunkte hab ich. Was auch zu viel Geld, ja? In dem Level eigentlich nicht, ne? Normalerweise. So. Skillmaß mal die Standorte. Ich würde ja der Drachensprung mal reizen, ne? Ach, der. Ja, pass auf, den habe ich geskillt. Nachdem ich jetzt die Punkte zurückgesetzt habe, habe ich ihn gleich rausgelassen. Ich meine, vielleicht als Idee, eventuell, aber der ist im Grunde der Standarte bei weitem unterlegen. Also vom Schaden und von der Wirkung her. Da habe ich lieber die Standarte und den, wie heißt der, korrosive Rüstung, also die Ultimate vom Irden im Herzen drin. Was? Ultimate vom Irden? Ja. Achso. Korrosive Rüstung. Also ich habe sie schon gemorpht, bei dir heißt sie wahrscheinlich, also Magma-Rüstung oder so müsste die glaube ich heißen. Bei 12 Sekunden maximal 3% deines kompletten Lebens an Schaden fressen, das ist ja wohl absolut heftig. Zumindest wenn du halt tankst oder so als absoluter Oh-Shit-Button in einem Kampf oder so. Aber was halt auch recht geil ist, ist reflektierende Schuppe aus der drakonischen Macht. Ja, so weit bin ich noch nicht. Was mich halt wundert, ist, dass bei Draconische Macht 2 Selfies drin sind und bei den anderen nicht. Ich muss halt sagen, wenn du wirklich auf 2 Hinder bleibst, kriegst du sowieso die guten Skills erst im Endbereich, weil Kampfrausch zum Beispiel. Ja, ich, wie gesagt, ich wechsle ja. Ich wechsle zwischen Beidhändigkeit und Zweihändern. Ja, ja, aber Kampfrausch, die Zweihand passive Fähigkeit mit Rang 41, erhöht ja deine Ausdauerregeneration 6 Sekunden lang um 25%. Wenn du einen Gegner tötest. Hm. Und wahrscheinlich geskillt dann nochmal um 25%. Das heißt, du hast um 50% erhöhte Ausdauerregeneration. Apropos, brauchst du mal wieder Waffen oder Rüstung? Ah ne, Rüstung jetzt nicht mehr, aber Waffen. Wisst ihr nicht, ich kann ja dann mal meine posten. Man muss ja bloß aufs Level gucken im Grunde und die Verzauberung, ob irgendwas Sinnvolles drauf ist. Mittlerweile kann ich ja auch das eine oder andere. Ja, ich achte jetzt drauf, also was Verzauberung ich drauf habe, ist meistens Magieschaden und Ausdauerregeneration. Ja gut, aber Magieschaden bringt dir ja im Grunde nichts. Nein, beim Schlagen macht die Waffe zusätzlich Magieschaden und 12 so, Magieschaden ja. Und regeneriert quasi 5 oder 6 Ausdauer.
Das ist ja die Waffenverzauberung, ja. Aber das musst du halt selber drauf machen, die kann ich dir nicht drauf bleiben. Ich habe zum Beispiel überall Flammenverzauberung drauf auf den Waffen, also auf den Schlagwaffen. Weil es skaliert ja auch mit deinen Fähigkeiten mit. Geil! Was? Ich hier meine wirbelnden Klingen kann ich gerade morphen. Für jedes zusätzliche getroffene Ziel erhaltet ihr 50% mehr Ausdauer zurück. Hier zum Beispiel. Ihr fügt allen nahen Feinden 63 Schaden zu. Ziele mit weniger Leben erleiden zusätzlich Schaden. Ihr erhaltet 10 Sekunden lang alle 2 Sekunden 5 Ausdauer zurück. Für jedes zusätzliche getroffene Ziel erhaltet ihr 50% mehr Ausdauer. Oh, geil. Nett. Konnte ich vorher auch nicht. Gerade frisch gelernt hast. Ja. Hier, das ist zum Beispiel sowas. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal absprechen im Raid dann. Das ist ja so eine Fähigkeit, die ich kann. Dann nennt sich blitzende Klingen. Euer Ziel verfehlt 4 Sekunden lang alle Nahkampfangriffe. Ja, aber das wirkt wahrscheinlich nicht auf Bosse. Ich weiß nicht. Ja, auf Bosse, da wirkt so gut wie nichts. Also, ich habe selber mal ausprobiert. Ich meine, selbst mit Veteranen in den normalen Dungeons, ich kann die auch nicht, Wurzeln oder Binden halt oder Knockdown funktioniert bei den Bossen teilweise nicht. Das ist leider ein kleines Problem.
Ja, Bogen muss ich mal sehen. Bin ich dann so Bogen weit. kann ich dir auch herstellen, wenn du Nee, willst. es geht darum, jetzt wegen Bogen dann mal anfangen. Das werde ich anfangen, wenn ich dann meine Beidhändigkeit und meine Zweihänder so weit ausgeskillt habe. Ja gut, das wird halt erst mit Stufe 50 so sein. Na, denke ich nicht. Bei Zweihänder bin ich ja schon Stufe 39 und der Kampfrausch kriege ich ja schon bei 41 und da bin ich ja, hab ich ja quasi da schon alle Punkte investiert. Ja gut, den ersten Punkt von Kampfrausch, den letzten kriegst du bei Stufe 50 dann. Ja, ich meine, gut, wenn ich mit Stufe 50 in Bohren noch skille, reicht das auch noch, weißt du wie? Ja, da musst du halt gucken. Ich glaube, der Waffenschaden, der hängt ja auch davon ab, was du für ein Skill damit hast mit der Waffe. Also glaube ich bin mir nicht ganz sicher, aber je höher das Skill ist mit der Waffe, umso mehr Schaden, glaube ich, machst du damit. Ja, jetzt muss ich halt erstmal die Low-Level-Gebiete und da erstmal Bohren schnell hochskillen. Naja. Wobei ich sagen muss, wenn du, ich glaube, wenn du Quests abgibst und dann schnell in die andere Waffe, also die andere Waffe wählst, dann skillt ja auch mit, egal ob du sie während der Quest benutzt hast. Da musst du halt dran denken, dass du, bevor du eine Quest abgibst, die Waffe wechselst und dann müsste die mitgeskillt werden. Warum machten die Standorte jetzt 32 Schaden, 32% Schaden, obwohl ich eigentlich gar nicht Funkenflug geskillt habe? Das ist 62 ja. 20 Flammenschaden. Ja, den Schaden macht sie doch immer, oder? Aber wenn ich jetzt Funken, Egal, was du also machst. ich mache jetzt normal ungeskillt, die Standorte macht die jetzt 62 Flammenschaden pro Sekunde. Und wenn Ja. ich jetzt, Funkenflug macht ja Folgendes, erhöht den Schaden der durch Feuerfähigkeiten zugefügte Brandeffekt um 33%. Also es ist ja ein Brandeffekt, weil die brennen ja, die Hunde. Ich gehe jetzt mal einen Punkt da rein, da müsste ich eigentlich, was hatte ich gesagt, 60%, ne? 62, nee, 62 Flammenschaden hatte ich gesagt. Eben. Er bleibt bei 62 Flammenschaden. Naja, weil nicht der Grundwert hochgeht, sondern nur der Dot quasi, der dann verursacht wird. Der Grundschaden bleibt gleich, nur der Dot wird dann stärker. Schaden durch Fertigen. Na gut, Wärme, das ist halt. Wärme ist halt so ein Punkt, ich weiß nicht, das ist glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Natürlich, vielleicht macht es so Sinn, denn dadurch sind unsere Heile auch ein bisschen geschützt dann, aber. Hier, das hier, Kampfschrei, das habe ich ja auch hier. Dass ich mein Leben wieder herstelle. Ja, die ist ziemlich gut. Ja, und Segen des Berges habe ich ja auch. Gewährt euch bei Aktivierung, bei Fähigkeiten des Ohren und Herzens zusätzlich einen Punkt. Da ich sowieso sehr oft geschmolzenes Arsenal und Steinriese benutze. Ja. Ja, da werde ich auf jeden Fall der Eisenhaut mit skillen. Das fängt zusätzlich 5% Schaden ab. Kriegergilde, siehst du?
Knochenschild ist natürlich auch geil, ne? Hast du das mitgeskillt bei Unerschrockenen? Ja, ich würde es mitskillen, aber ich habe den Rang noch nicht. Also das ist, glaube ich, mit die beste Fähigkeit, die du als Tank mitnehmen kannst. Was ist denn hier eigentlich mit Frostresistenz? Ist das sinnvoll, das überhaupt zu skillen? Das Problem ist ähnlich, was das sinnvoll da drin ist, dass ich immer, dass du immer um 1% dein Leben erhöhst. Aber ja also, gut, dann würde ich es mitnehmen. Weil erhöht die Kälteresistenz um 294 und eure maximales Leben um 1%. Ja gut, das würde ich dann immer mitnehmen. Also die Resistenz ist im Grunde relativ egal. User disconnected from your channel. So, jetzt bin ich bei erhöht eure Kälteresistenz um 588 und euer maximales Leben um 2%. Naja, 2% ist besser als nichts. Ja, bin noch ausgeskillt, jetzt bin ich bei 3%. Robustheit habe ich geskillt, erhöht Lebensregeneration im Kampf um 10%. Und abgehärtet, ja, 56 Rüstungen mehr. User joined your channel. Ja, ich habe halt das, dadurch, dass ich halt... So, hast du wieder richtig umgestopselt. Ich hatte gerade ein Update gefahren und wieder mal drauf am Ende. So, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, Apfel. Sorry, Major. Axel? Ja, wie ist was das war jetzt noch? Du darfst. Du darfst wieder, Axel. Ey, warte mal, mir fehlt gerade. Ich wusste gar nicht, was ich starren sollte. Also ich gehe jetzt nach Eisenhaut, habe ich jetzt 2 Punkte. Da fängt zusätzlich 10% Schaden ab. 10% Schaden oder hast du mehr Rüstung? 10%, ich weiß gar nicht mehr. Eisenhaut fängt zusätzlich 10% Schaden ab. Aber ist halt die Frage jetzt, bezieht sich das jetzt auf die Rüstung, die du benutzt? Ja, nee, warte mal. Nee, das ist allgemein. Das ist ja eine. Eisenhaut ist ja keine Rüstungsskill. Dann ein allgemeines Skill. Du musst da oben gucken, da steht in weißer Schrift meistens im Zusammenhang mit so und so oder mit naja, dem. Solange weil das ich habe jetzt ausgibt. In dem Baum ja bloß die explodierende Rüstung, explosive Rüstung. Ja, muss halt gucken, wenn da steht nur im Zusammenhang mit. Warte mal, ich kann zählen. Nee, das hat nicht einfach nur fängt 10% Schaden ab. Eisen. Check mal das allgemein dann. Ja. Ja, deine Haut halt, ne? Dein Körper fängt halt 10% Schaden ab, oder? Ja. Ist halt, ich frage, ist halt hier, wie sieht's denn wegen AE aus? Hier Feuer-Odem. Das ist halt feuriges Odem. Naja, das ist der beste AI, den du erstmal haben wirst, bevor du irgendwann mal an Flammenmeer rankommst, also den untersten Skill. Inferno meinst du? Ja, bei mir ist es Flammenmeer. Bei dir also ungeskillt Inferno, bei mir ist es Flammenmeer. Das ist relativ nett, sagen wir es mal so, um ja, ein bisschen also auf jeden Damage Fall, zu tanken. Also es wird sowieso so werden, ich einige Talente skill ich einfach nur für Boss-Situationen, ne? Gerade das Drachenblut jetzt hier, ne? Dann ja, Drachenblut, damit kannst du die ganze Zeit rumrennen. Also das ist, der, wie gesagt, der beste Selfie, den du hast. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen ja unnötig. Ich bin nicht klar, ich bin oft gestorben, aber ich wüsste da jetzt nicht, was ich da raus tun müsste dafür. Ich meine, außer halt die Boss-Situation ist ja genau wie Momentum. Momentum habe ich ja auch geskillt, aber ich renne nicht damit rum. Das bleibt erstmal draußen, das gilt jetzt ja, weil es beim normalen Mob auch keinen Sinn macht. Also der fällt schneller um. Also. Ja, da hast du, weil da musste ja, weil er müsste ich ja rein theoretisch erstmal geschmolzenes Arsenal buffen. Dann müsste ich Momentum buffen und erst dann würde ich mal einen Schlag machen. Ne? Macht keinen Sinn. Ja, da macht das dann nur im Endlevel-Bereich oder dann, wenn du in die Veteranengebiete kommst, dann brauchst du einfach ein Self-Heal in den richtigen. Ja, deswegen sage ich ja. Wenn du gegen 2 oder 3 Gegner kämpfst, die hauen dich sonst aus den Socken. Ich habe zum Beispiel jetzt auch hier Schnitzen, also jetzt so eine AE mit Zweihandwaffen mitgeskillt. Die brauche ich im Grunde jetzt auch nicht. Erst vielleicht, wenn man Boss-Kombo mal AE-Mobs kommen, weil
durch dieses, das ist nämlich geil, durch dieses Schnitzen erhalte ich für jeden Treffer, den ich an dem Mob mache, 3 Ultimate-Kraft. Stell dir mal vor, ich habe einen Mob, es sind immer 10 oder 15 Gegner, die du da tankst und ich noch nebenbei mit schlage. Da krieg ich für jeden Treffer, da kann ich fast dauernd meine Standorte zünden. Musst ja immer im Zusammenhang sehen, weißt du wie? Ja. Und da, solche Sachen skill ich halt mit. Das, wie gesagt, da müssen wir, genau wie halt mit diesen blitzenden Klingen, das muss man halt mal austesten. Ne, wo, wenn ich das halt auf den Gegner mache, dass der quasi geblendet ist und halt 4 Sekunden lang seine Nahkampfangriffe nichts treffen, ne, das muss man halt mal, müsste man halt mal ausprobieren, ob das auch im Bosskampf funktioniert. Ne, dass ich quasi dich damit schütze. Dass ich dem halt quasi, den quasi blende und der trifft dich nicht mehr. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ich sag, wenn ich die Punkte über habe, skill ich die mal mit und das probieren wir dann mal aus, auch schon mal ein Major. Ja. Ja gut, ich lasse das erstmal so. Das ist halt immer die Frage nach der Spielweise. Das ist halt das. So viele geile Fähigkeiten, aber du kannst. Du müsstest theoretisch vor jeder Mob-Gruppe deine Skill-Leiste nochmal neu umsetzen. Ja, ich denke mal, so wird es aber wohl werden dann, wenn wir in die Bosskämpfe gehen, wenn wir wissen, was sie können. Also, wie gesagt, ich nehme ja. Also, bei mir ist es ja wirklich so, ich habe das ja jetzt so angelegt, dass ich halt beim Trash-Mob bin da klassisch Steinriese drin, weil ich die halt auch quasi auf den Boden hauen kann. In dem Bosskampf ja. Nehme ich anstatt Steinriese, nehme ich halt Momentum rein, weil das da einfach Sinn macht, weil ich da nicht brauche, den Steinriesen. Das ist so, wird es dann halt ja, auch sein. Weil er da auch keine Wirkung hat, das ist ja eben das. Hm. Du kannst für gewöhnlich die Bosse nicht, also keinen Knockdown verpassen und die leben lang genug, dass dein Momentum was bringt. Hm. Weil dann haue ich nämlich Momentum rein. Sagen wir mal, jetzt der fällt jetzt, sagen wir mal, unter 20% Leben oder so, wird Momentum gezündet und dann mache ich hier, kämpfe ich, ich habe jetzt einen Henker, die Fähigkeit heißt Henker, das heißt, die verursacht normal 103 Schaden. Diese erhöht sich abhängig vom fehlenden Leben des Ziels auf bis zu 300%. Ja, und wenn ich dann Momentum noch mitzünde, da habe ich dann, ach, keine Ahnung, das ist schwer auszurechnen überhaupt. Aber reichlich Schaden. Ja. So, jetzt probieren wir das mal aus. Was haben wir denn jetzt? Ach so, ich wollte ja jetzt mal gucken, was haben wir denn jetzt an Regeneration überhaupt? Guck mal nochmal deinen Waffen. Oh, jetzt bin ich schon am Ausdauer-Cap. Ausdauer-Regenerations-Cap, verdammte Scheiße. Ich habe jetzt eine Ausdauer-Regeneration von 47. Ich habe eine von. Ihr stellt alle 2 Sekunden 47 85. Ausdauer. Ja, aber überleg mal, ich bin Level 28. Ja, aber überleg mal, ich habe nichts auf Ausdauerregeneration geskillt und ich habe auch keine Rüstung mit Ausdauerregeneration an. Also, was ist denn jetzt los? Ah, ich habe jetzt so meine. Ja, ich muss gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Also, wie gesagt, ich regeneriere jetzt alle jede 2 Sekunden 47 Ausdauer. Also, ich bin mit Lebensregeneration am Cap, Ausdauerregeneration am Cap und Rüstung am Cap, wenn ich Schwert und Schild trage. Wenn ich auf Schad wechsle. Also, ich habe jetzt 617 Rüstung. 614 Rüstung. Geht eigentlich. Mit warte mal, Schwert und Schild habe ich. Dann müsste 1652. Wenn ich jetzt auf Stab gehe. Naja, ich probiere jetzt erstmal aus, wie das hier läuft. Da habe ich 100 Rüstung weniger und bin immer noch am Cap. Was ist denn Rüstung repariert. Was hast denn du für einen Waffenschaden? Ah ja, doch. Was hast du für einen Waffenschaden? Im Moment bin ich bei 70 und 14% Crit. Ja, ich bin bei 108 Waffenschaden und Crit 8%, 8%. Ja, ich teste das jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich muss mal Recoin drauf machen, dass ich mal dass man mal einen Vergleich hat. Aber wie gesagt, ich bin ja noch am Hochleveln, da ist das noch nicht. Ja.
Wie gesagt, guck dann mal, was deine Waffen, was für Waffen du noch hast, ob du das brauchst. Ach so, ja, oder? Aber das würde sich nur für Level 30 lohnen, Major. Naja, ich kann ja auch Level 30 Waffen herstellen, das ist kein Problem. Mal gucken, warten wir eben. Wenn du wirklich jetzt rein auf Waffenschaden gehst. Du spielst mit Großschwert, oder? Schwert, oder spielst du Axt? Schwert oder Axt, jetzt erwähnt. Alles B ist gut für mich. Hammer zerkloppt nur die Rüstung vom Gegner, das ist jetzt nicht unbedingt so, aber bei. Ich hatte kritische Waffen und Magiewerte. Also auf Zweihandschwert. Dann erhöht die Rüstungs- und Magiedurchdringung. Oder erhöht das Waffenangriffstempo. Die anderen sind alle Death-Werte. Und ein paar mehr Kämpfe. Auf Axt habe ich Waffenangriffstempo und Magiedurchdringung. Also ich habe jetzt Waffen und Magiewerte. Was habe ich denn jetzt drauf, oder? Also ich habe jetzt auf meinen. Warum machst du denn jetzt? So. Also auf meinem Kolben. Warte, na gut, der Kolben ist Schrott. Also ich habe jetzt an Verzauberung auf meinen Einhändern jeweils Magieschaden und Ausdauer herstellen. Und hier geschärft. Erhöht die Rüstung und Magiedurchdringung um 5%. Aber wie gesagt, es ist in dem Level jetzt hier, da achtest du ja nicht ganz so sehr darauf. Ja, aber 10% hin oder her ist nicht zu verachten. Ja. Ich habe halt auch die geschärften, präzise, gestärkt, Laden, also für mich halt dann haben willst. Und habe ich waffentechnisch, also Einhandwaffen nutze auch Schwert und Axt. Wer soll denn jetzt dieses Gesöff trinken? Ja, Schwerter oder Äxte halt. Ja, hab ich auch fast alles gespielt. Ja. Bleib mal kurz. Kannst du im Grunde auch aus dem Vollen schöpfen, was die offensiven Fähigkeiten angeht. Also wie gesagt, auch ich habe jetzt bei Beidhändigkeit ist es noch nicht ganz so schlimm, weil ich die Waffenkunst noch nicht geskillt habe. Also wenn ich Waffenkunst geskillt habe, dann hast du hier Gewehr durch eine Chance von 25% mit Axttreffern Blutungen zu verursachen, die 10 Sekunden lang insgesamt 40 Schaden machen. Hört sich gut an. Keulentreffer verursachen bis zu 2,5% zusätzlichen Schaden gegen schwer gepanzerte Feinde und Schwerter verursachen 1,5% zusätzlichen Schaden. Dolche besitzen eine um 2,5% Chance auf Kritik. Ja, Dolche benutze ich nicht. Also ja, du kannst ja beides nutzen. Also das ist ja dann, könntest du theoretisch mit Schwert und Dolch zum Beispiel auch spielen. Erhöhte kritische Trefferrate und erhöhte normale Schlagrate. Also ja, ich kann quasi. Ja, es ist gut. Oder du gehst halt auf Blutungseffekte, das kannst du auch gehen, das ist halt je nachdem. Aber ich glaube, da gibt es keine sinnvollen. Ja, ist halt die Frage, stackt das, ne? Also. Das Problem ist bei den Mobs, die meisten sind gegen Blutung immun. Ja, viele, stimmt. Also so diese Roboterviecher oder Geister, die bluten. Ja, na klar, na gut, wenn es nicht bluten kann, dann blutet es ja nicht. Aber das ist schon klar. Aber hier quasi deswegen meistens immer Schwerter. Meistens benutze ich Schwerter. Weil die geben einfach blank Schaden, mehr Schaden. Ich meine, gut, ein schöner Dolch und ein Schwert geht auch. So, hier auch schon viele rumrennen sehen. Aber das kommt noch an, wahrscheinlich, damit pushst du einfach nur deine kritische Trefferwertung. Wenn du schon genug hast, dann einfach nur noch einen Schaden erhöhen. Also im Grunde, wenn du halt nur was haben willst, dann muss halt Bescheid sagen, mir ein bisschen, ob ich halt was vielleicht schicken, weil ich keine Barren mehr habe. Ja, Schwerter, mach mal
Also wenn dann Schwerter oder Äxte. Sowohl als auch, also. Können wir alles machen, nicht? Ist egal. Wie gesagt, dann schickst du mir halt mal. Das 14, 21. Schickst du mir halt mal 40 Barren oder so, wenn du hast. Von was? Ohrreich Halkos. Aber ich gucke auf die Gildenbank, das ist auch egal. Ich vermute nur, dass da nicht viel drauf liegt. So, testen wir mal. Ich habe hier zwei dicke Ohren. Zumindest habe ich die zwei dicken Ohren jetzt schon mal platt gemacht, ohne dass ich überhaupt Ausdauerprobleme gekriegt habe. Ja. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, das Problem ist, du hast halt im Moment nichts als Vergleich groß, ne? Aber dieser, im Low-Level-Bereich macht das auch keinen Sinn, jetzt zu versuchen. Das Maximum jetzt schon rauszuholen. Klar, das wäre das nicht verkehrt, aber frisch, wie gesagt, mit 50 geht das erst los. Ja, mit 50, ja. Ich sag ja vorher, solltest du halt deine Waffen so weit haben oder deine Skills so weit gefunden haben, dass du da ein bisschen durchmetzeln kannst. Ja gut, ich meine, was und wie ich spielen will, das weiß ich ja schon und das mache ich ja auch schon. Aber halt, was dann halt die speziellen Werte auf den Waffen und alles angeht, dass man da vorher brauchst du ja nicht anfangen damit, weil du tauschst ja die Waffen aller vor zu lang aus, ne? Bei der nächsten Quest tauschst du ja schon wieder aus. Ja. Götter. Teilweise, also. Warum habe ich jemals den Fuß in diese stinkende Grube gesetzt? War es Pflichtgefühl oder Dummheit? Kommt halt immer drauf an, wenn die Werte passen, die auf den Waffen sind, dann kannst du sie auch mal 4-5 Level übercapped abziehen. Ja, mache ich ja jetzt auch. Zum Beispiel hier meine Ausdauerklamotten habe ich ja auch eine ganze länger getragen, obwohl ich vielleicht teilweise schon Sachen hatte, die mehr Rüstung hatten, aber dafür die falschen Werte. Meine Fragen waren nicht. Oder vielleicht könntet ihr mir Gesellschaft leisten. Wenn ihr unbedingt darauf besteht, da ist zum Beispiel Sennistrix von ein paar gut platzierte Schläge sollten euch ein Audienz bei ihr sichern. Was habe ich mir nur gedacht? Verursacht 14 Magieschaden und stellt 6 Ausdauer wieder her. Und genau so erhöht den Effekt von Waffenverzauberung das ist ein Dorf. 19%. Das ist eine Taverne. Nicht so laut. Es sei denn, also hast du im Grunde zu mir gesellen. Die 8 Ausdauer wiederherstellen. Verdacht, dass Piraten Vorräte und Waffen an das Dominion in Schattenfenn schmuggeln. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, wird aus den kleinen Scharmützeln mit dem Dominion Hirasch eine ausgewachsene Schlacht an einer neuen Front. Aus Gier. Ich habe törichterweise gedacht, die meisten Piraten hier würden das Dominion hassen, weil sie Argonier sind. Doch wie ihr sehen könnt, sprechen in dieser Stadt klingende Münzen und alter Hass lauter als Worte. Sie sind kaum mehr als Tiere. Dieses Fleckchen,